Hallo zusammen. Ich glaube, es ist uns allen schon mal passiert, dass man den Ross Hufeisen abgerissen hat. Das ist sehr unangenehm für das Ross wie auch für den Reiter. Vor allem für den Hufschmied nachher, wenn der Huf nachher so richtig schön ausgefranzelt ist. Da gibt es ganz einfache Mittel, es gibt aber auch teure Mittel. Wir machen es heute mit den einfachen. Und zwar mit einer ganz normalen Windel. Ich habe euch hier noch so eine kleine Stabwindel, die einfach noch ein bisschen polstern tut. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Ich habe euch den Saklavi ausgesucht. Er hat sie nicht abgerupft, er ist barhauf, aber einfach zur Demonstration. Ich lege die Windel einmal zusammenlegen, lege sie hier in die Windel rein. Dann haben wir gelernt, wo das Bild ist, ist vorne. Beim Ross genau gleich. Wir legen die Stabwindel sonst drauf. Geht auch sehr einfach. Die Windel rundum. Dann hat sie so schöne Klettverschlüsse, wo man die Windel wunderbar anmachen kann. Der Hufband ist eigentlich schon fast fertig. Damit das auch ein bisschen hebt, wenn es regnet, kann man sich also schön zurecht machen. Eine kleine Sohle. Ein bisschen verstärken, überdecken, die Sohle abziehen. Ja. Die Sohle auf den Verband drauf, rundum ankleben. Den Huf am besten am Boden lassen, damit man hier nachher so schön am Boden lassen. Den Verband fertig machen kann. So, und somit ist der Huf geschützt, bis der Hufschmied wieder kommt und euch die Eisen wieder raufmachen kann. Ich wünsche euch einen ganz schönen Tag. Tschüss zusammen.